Ich hoffe, ich muss das jetzt nicht alles nochmal neu starten. Alter, wie will man denn diese Kanonen sabotieren, ohne einen zu töten und ohne entdeckt zu werden? Kanonen sehen wir. Nein, nicht nochmal! Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. Ich bin hier schon mal hingeritten, mitten in den Wald, zur Mission, zur... Wie hieß es jetzt nochmal? Weiß es gar nicht mehr. Naja, der Teufel steckt im Detail, Mission starten. Nutze den Schneesturm, um dich zu tarnen. Hast du etwa Zweifel? Das nicht. Aber ich muss vorsichtig vorgehen. Geh schon, los. Ich halte von hier Ausschau. Rote Bereiche auf dem Nikat ist eine militärische Spinnung, als die andere, sobald sie erkennen, okay. Ich verstecke mich in dem Karren. Wo versteckt er sich? Ach, in dem Karren, okay. Was ist in dem Wagen? Habt ihr eine Ladeliste? Wünscht. Mal sehen. Zwei Fässer Salzzug und Schwein. 15, 16. Käse. Ich bezahle euch keine Zeuge. Flaschen Whisky. Ein Dutzend Uniformen, Stiefel und Leder zu flicken. Decken. Karren und Pferdestuhl. Was noch? Das glaubt er ihm jetzt einfach. Auch geil. Diese Kanonen sehen nach Werbe aus. Vielleicht sollte ich sie sabotieren. Okay. Konnten sogar zwei Gegner beginnen mit Sichtkontakt einer... Alter, das ist so schnell weg! Okay, wir sind in den Gebüschen. Kein Waffenstillstand. Warum, George? Welchen Grund nannte er? Er sagte, eine diplomatische Lösung sei gar keine Lösung. Die Franzosen abziehen zu lassen, verzögere nur den unausweichlichen Konflikt, in welchem ihr derzeit die Oberhand hättet. Das mag ja sogar stimmen, so ungern ich es zugebe. Dennoch, sieht er nicht, wie töricht das ist? Es behagt mir sicherlich auch. Weit weg von der Heimat wird wohl Gruppen verteilt. Und ich würde Wörter ruchlos machen, leicht sein. Sind seine Menschen Gefahr. Ich möchte keine Mutter oder Witwe die Todesnachricht stellen. Fuck. Ich hätte in dem Ding liegen bleiben müssen. Ich wusste nicht, dass sie da raufgehen. Ich dachte, die gehen da weiter. Alter, dieses Let's Play ist ein Fail nach dem anderen. Kanonen sehen nach Werbe aus. Vielleicht sollte ich sie sabotieren. Kein Waffenstillstand. Warum, George? Welchen Grund nannte er? Er sagte, eine diplomatische Lösung sei gar keine Lösung. Die Franzosen abziehen zu lassen, verzögere nur den unausweichlichen Konflikt, in welchem ihr derzeit die Oberhand hätte. Das mag ja sogar stimmen, so ungern ich es zugebe. Dennoch, sieht er nicht, wie töricht das ist? Es behagt mir sicherlich auch. Weil ich jetzt in der Heimat und so gut weiß. Und ich fürchte, weil das Blutdruck macht ihn leichtsinnig. Bringt seine Männer in Gefahr. Ich möchte keine Mutter oder Witwe die Todesnachricht bringen, nur weil Bulldog sich etwas beweisen möchte. Wo ist der General jetzt? Er sammelt die Truppen. Und dann zieht er nach Porto Cape, nicht? Nein! Ach Leute! Scheiße, ich hab das Schwert ausgewählt gehabt. Ich wollte eigentlich die Klingen auswählen. Ach Gott, bloß weil der Typ aus dem Karren da rausspringt. Alter, ich krieg das nicht hin, dass ich diese Lauschaktion.
fertig machen. Warum? Welchen Grund nannte er? Was? Haben die mich gesehen? Ach, oh Leute, das kann doch nicht sein. Diese Kanonen sehen nach Ärger aus. Vielleicht sollte ich sie selber. Ich merke schon, AC3 ist schwieriger als AC2. Welchen Grund nannte ihr? Er sagte, eine diplomatische Lösung sei gar keine Lösung. Die Franzosen abziehen zu lassen, verzögere nur den unausweichlichen Konflikt, in welchem ihr derzeit die Oberhand hättet. Scheiße! Er rennt weg! Komm sofort zurück, du Hasenfuß! Was glaubst du, wo du hingehst? Das mag ja sogar stimmen. So ungern ich es zugebe. Boah. Dennoch sieht er nicht, wie töricht das ist? Alle sagen sicherlich. Hierher, Freunde! Ich krieg das Kotzen. Kann mich doch nicht schon wieder gesehen haben. Vielleicht sollte ich sie sabotieren. So, wo steht jetzt der Typ? Der steht da, der geht da hinten rum. Okay, also jetzt können wir durch. Warum? Welchen Grund nannte er? Er sagte, eine diplomatische Lösung sei gar keine Lösung. Die Franzosen abziehen zu lassen, verzögere nur den unausweichlichen Konflikt, in welchem ihr derzeit die Oberhand hättet. Das mag ja sogar stimmen. So ungern ich es zugebe. Dennoch sieht er nicht, wie töricht das ist? Es behagt mir sicherlich auch. Weit weg von der Heimat und durch Rücken verteilt. Das ist größtes Kriegsdurst, macht ihn leichtsinnig. Bringt seine Männer in Gefahr. Ich möchte keiner Mutter oder Witwe die Todesnachricht bringen, nur weil Bulldog sich etwas beweisen musste. Größte Geduld jetzt. Er sammelt die. Und dann zieht er nach Fort Duquesne, vermute ich. Letztendlich. Der Marsch nach Norden wird fahren. Eine Abschrift der Pläne liegt im Kommandofeld, falls Sie sie sehen möchten. Wenigstens. Ich weiß nicht. Diese Karte wird sicher nützlich sein. Na, bis dahin hätte ich's noch geschafft. Hätte ich's schaffen müssen, so eine Scheiße. Okay, muss ich in das Zelt rein, kann das sein? Ja, aber Wachen töten will. Ist ja eine. Keine Wachen töten ist ja eine. Nebenmission, ich versuche schon, dass ich die hinkrieg. Naja, wir sabotieren jetzt erstmal die zwei Kanonen. Ja, wo sind jetzt überall die Gegner? Halt, die sind bestimmt auf der Karte. Ja, die sind auf der Karte verzeichnet. Guckt der? Nein, er guckt nicht mehr. Ja, ich komm, Alter, ich komme mit dem Kopf ans Mikro dran. Bleib doch nicht da oben stehen! Wie hat mich der denn jetzt gesehen? Ach du Scheiße. Das tust du nicht. Komm zurück. Komm zurück. Hast du etwa Angst? Hey, der Bastard will abhauen. Stehen geblieben. Das tust du nicht. Komm zurück. Hey, der Bastard will abhauen. Komm zurück! Hast du etwa Angst? Hey, stopp! Stehen bleiben! Ich hoffe, ich muss das jetzt dann nicht alles nochmal neu starten, wenn ich jetzt hier verkacke. Du da! Stopp! Halt an! Ich skalpier dich! Ich hoffe, ich muss das jetzt nicht alles nochmal neu starten. Alter, wie will man denn diese Kanonen sabotieren, ohne einen zu töten und ohne entdeckt zu werden? Kanonen sehen nach. Nein, nicht nochmal! Vielleicht sollte ich sie sabotieren. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed.
Wir haben die Karte jetzt gerade gestohlen und ich versuche jetzt, diese Kanonen zu sabotieren. Aber das ist nicht so einfach. Okay, den hätten wir. Keine Wachen töten ist, sage ich jetzt einfach mal, unmöglich. Und ich will auch hier nicht 100% erreichen. Achso, ich muss länger. So. Eine von zwei hätten wir. Kann man das machen? Bist du hier, frage ich mich. Versteckst du dich hier? Nee. Das ist George Washington. Alter. Wollen die mich verarschen? Diese Kanonen sehen nach Ärger aus. Wir sehen uns gleich wieder. Wir stehlen die Karte. Und jetzt müssen wir anonym werden. Und aus der Zone entkommen. Und Leute, scheiß auf die Kanonen. Boah, hey. Das mach ich nicht mit. Das mach ich nicht mit. Nein, Alter, komm doch da runter. Mach keinen Scheiß, Junge. Ich will... Alter, ich sehe nichts bei diesem Adelauge. Wo ist denn der, der auf der Karte da hinten angezeigt wird? Also das sind zwei. Das ist natürlich jetzt überhaupt nicht geil. Ich habe da eigentlich mit einem gerechnet. Auf der Karte nur einer. Ach, das sind... Alter, scheiße, das sind drei. Aber wenn ich jetzt wieder zu viel Aufmerksamkeit errege, dann... Ne? Ist das ganze Ding wieder für den Arsch. Muss irgendwie versuchen, dass ich hier rauskomme, ohne irgendwas... und Aufmerksamkeit zu erregen. Kann ich hier hoch? Ne, kann ich nicht. Und hier vielleicht irgendwo hoch? Ich komme hier nicht raus. Also ich muss durch das Tor durch. Oder? Kann ich mich hier an dem... Nein, kann ich nicht. Ich muss also durchs Tor durch. Ja genau, ich könnte die ja einzeln hierher ziehen. Er ist weg! Er ist nicht hier. Ach, zum Teufel. Warum kann ich nicht pfeifen? Hey, stehen bleiben! Du kommst jetzt her! Anhalten! Ich krieg dich! Ja, komm, jetzt mach. Ich hoffe, die schlagen aber jetzt nicht Alarm. Ja, komm. Kommt das? Genau, und Konter und Tschüss. Alter, vier Leute an dem Tor. Verarschen. Jetzt sind wir endlich draußen hier. Boah, war eine Tortur. Das ist unfassbar. In der nächsten Folge gehen wir mal zu ihr und dann schauen, wie es weitergeht. Bis dann. Tschüss.